Aus gegebenem Anlass sprechen wir heute mal etwas ausführlicher über die Germania-Geschichte. Wie die Fluggesellschaft Stück für Stück aufgebaut wurde, wer dahinter steckte, welche Idee dahinter steckte und wie damit ein Streckennetz entstand, das sich ja durchaus vom Streckennetz anderer deutscher Fluggesellschaften unterscheidet. Was sich lange Zeit ja auch nach einem ganz guten Konzept angehört hatte und was der Germania auch irgendwie ihre Berechtigung gab. Naja, hat ja irgendwie nicht so funktioniert, wie man sich das mal vorgestellt hat. Aber dazu gleich mehr und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten ja schon im letzten Beitrag geklärt, dass Germania wohl so die letzte deutsche Fluggesellschaft war, die unabhängig dastand. Also die letzte große deutsche Fluggesellschaft, die keinen starken Partner am Rücken hatte, der einen eventuellen erneuten Verlust bzw. einen sogenannten kurzfristigen Liquiditätsbedarf hätte auffangen können. So aber war Germania auf sich allein gestellt, was der Fluggesellschaft recht schnell das Genick brach. Aber gut, gehen wir mal zurück auf Anfang. Wenn man denn so möchte, beginnt die Geschichte der Fluggesellschaft bereits im Jahre 1978. Denn da wurde mit Sitz in Köln eine kleine deutsche Fluggesellschaft gegründet mit dem Namen Special Air Transport, kurz SAT. Eine kleine Fluggesellschaft, die ihren Betrieb mit einer Fokker F27 startete. Ein kleines Passagierflugzeug, dessen Basis bereits das erste Mal in den 50er Jahren gebaut wurde. Und ein Flugzeug, was man zum Beispiel auch in der Flotte der Condor fand. Noch im Gründungsjahr bzw. ein Jahr danach wurden 3 gebrauchte Caravelle in die Flotte integriert, die man aus dem Bestand der LTU übernommen hatte, was bei der Bemalung auch nicht schwer zu übersehen ist. 1979 trat dann zum ersten Mal ein Name auf, welcher in der weiteren Geschichte der Germania noch von großer Bedeutung sein wird. Hinrich Bischoff, das war ein Anwalt, der in den 70er Jahren als erster Geschäftsführer der Charterfluggesellschaft Hapag-Lloyd in der deutschen Zivilluftfahrt auftauchte. Er kaufte dann einige Jahre später noch eigene Flugzeuge, die er an andere Fluggesellschaften verließte, und er kaufte halt SAT. Er kaufte die kleine Fluggesellschaft mit ihren 3 gebrauchten Caravelle-Maschinen und ersetzte diese dann 1985 durch 2 gebrauchte Boeing 727-100 aus dem Bestand der Hapag-Lloyd. Und 1986, also ein Jahr später, machte er aus dieser Fluggesellschaft dann die Germania. Hinrich Bischoff ist also Gründer und Eigentümer der Germania. Die beiden ehemaligen Hapag-Lloyd 727-100 waren dann auch die ersten Flugzeuge, die man in der neuen Germania-Bemalung am Himmel über Deutschland sah. SAT wurde aber nicht von Bischoff eingestampft, sondern er nutzte das Unternehmen, um darüber seine Flugzeuge zu verleasen. Und auch die Aufgabe der Germania bestand von Anfang an eigentlich erst einmal genau darin, und zwar für andere Fliegen. Germania war eine Charterfluggesellschaft. 1987, also erst ein Jahr nach der Gründung, bekam die Fluggesellschaft dann die erste Boeing 737-300. Das waren zu diesem Zeitpunkt neue Flugzeuge und damit wollte Germania in den innerdeutschen Markt einsteigen, also innerdeutsche Germania-Linienflüge anbieten. Das war zu diesem Zeitpunkt aber absolutes Lufthansa-Territorium und außerdem wollte Germania die ersten innerdeutschen Strecken im Winter anbieten. Und da das für Charter- bzw. Ferienfluggesellschaften oft so eine etwas schwierige Zeit ist, denn die verdienen ihr Geld normalerweise im Sommer und überstehen dann den Winter irgendwie und verdienen dann wieder viel Geld im Sommer, damit sie den nächsten Winter wieder durchhalten und so weiter. Deswegen warf Lufthansa der kleinen neuen Fluggesellschaft vor, man wolle doch nur die Flugzeuge, die man ja eh hat, auslasten und könne dadurch Preise anbieten, mit denen man nicht wirklich Geld verdienen muss, also viel geringere Preise, als sie die Lufthansa im Programm hat. Das sei hier also einfach nur so eine kurzfristige Idee, wo man vielleicht kurz mal reingrätschen kann, aber langfristig sei die Germania doch gar nicht am innerdeutschen Markt interessiert. Und deswegen bekam die Fluggesellschaft auch nicht mal ebenso die Erlaubnis für innerdeutsche Linienflüge. Man flog also wieder für andere, zum Beispiel für die Lufthansa, denn damit konnte die Lufthansa mit Germania-Flugzeugen ihre innerdeutschen Kapazitäten erhöhen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Germania mit deutlich günstigeren Preisen nicht wirklich noch ein Lufthansa-Konkurrent auf innerdeutschen Strecken werden konnte. Die Geschichte mit den Flugzeugen an Lufthansa verließen war aber nicht so das, was Bischoff sich von seiner Germania vorgestellt hat. Er wollte, dass Germania innerdeutsche Linienflüge anbieten kann und er wollte vielmehr eine Alternative zu Lufthansa darstellen, als irgendein guter Partner für die Fluggesellschaft sein. Und das war auf jeden Fall schon mal eine Sache, die er mit dem späteren DBA-Eigentümer Hans-Rudolf Wörl durchaus gemeinsam hatte. Aber gut, es war vor allem eine Sache, an der Bischoff dauerhaft festhielt und als die Fluggesellschaft dann 1992 ihr Geschäft nach Berlin verlagerte, bekam sie auch endlich die Erlaubnis für eine wichtige innerdeutsche Verbindung und vor allem für die erste innerdeutsche wirkliche Germania-Verbindung. Von nun an pendelte ein Germania-Flugzeug regelmäßig zwischen Berlin und Köln-Bonn hin und her. Und warum denn auch nicht? Warum einer kleinen deutschen jungen Fluggesellschaft
die einen guten Manager am Rücken hat, warum der langfristig den Eintritt in den innerdeutschen Markt verbieten. Denn für die Kunden war es wirklich eine gute Alternative und ein bisschen gesunder Wettbewerb kann da ja auf gar keinen Fall schaden. Und das funktionierte. So gut, dass Germania recht zügig in die Modernisierung ihrer Flugzeugflotte investierte und den Nachfolger ihrer Boeing 737-300 direkt bei Boeing bestellte. Die erste von 12 neuen Boeing 737-700 wurde 1998 an Germania ausgeliefert und der Flieger flog dann direkt mal nonstop vom Boeing-Werk Everett nach Berlin. Und dann verdiente Germania einen Großteil ihres Geldes mit diesem Flugzeug, indem sie die Maschinen wieder an Reiseveranstalter bzw. an andere Fluggesellschaften im Wetlease vercharterte und so waren die Maschinen meist dann auch an den klassischen Urlaubsdestinationen im Mittelmeerraum oder auf den Kanaren zu finden. Da ließ sich nämlich eine ganze Menge Geld verdienen. Es gab immer mehr Urlauber von Jahr zu Jahr, es mussten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden und diese wurden dann gefüllt. Und das muss schon eine ziemlich besondere Zeit gewesen sein. Man war flexibel und konnte die Flugzeuge da einsetzen, wo sie Geld verdienen konnten. Konnte sie da einsetzen, wo sie funktioniert haben und dafür bekam man sein Geld und der Laden lief. Aber Bischofs Gedanken hingen ohne Zweifel auch zu dieser Zeit noch ganz klar daran, eine Lufthansa-Alternative zu schaffen. 2001 erlebte das gesamte Geschäft verständlicherweise dann aber einen herben Rückschlag. Nach langer Zeit bzw. nach einer lang anhaltenden positiven Entwicklung wurde das Wachstum auch an den größten deutschen internationalen Flughäfen mal wieder unterbrochen. Und das Angebot musste zusammengestrichen werden. Germania sprang in genau diese Lücken, die andere Fluggesellschaften öffneten, weil sie eben Strecken schließen mussten. Und Germania konnte so recht schnell neue Strecken von großen internationalen deutschen Flughäfen zu einem nächsten großen deutschen internationalen Flughafen eröffnen. Und das ist eine Art und Weise, sein Streckennetz zu erweitern, wie man das bei dieser Fluggesellschaft in den nächsten Jahren noch häufiger sehen wird. Germania reagierte damals schnell und als eine der ersten deutschen Fluggesellschaften auf den jetzt langsam immer stärker werdenden Billigtrend und stellte eine Billigfluggesellschaft auf die Beine, die Germania Express. Und die war mit Fokker 100 hauptsächlich auf innerdeutschen Strecken unterwegs. Das passte zum Streckennetz der DBA. Man übernahm daraufhin mehr als 60% dieser Fluggesellschaft und arbeitete von nun an zusammen. Denn, wie gesagt, beide Gesellschaften und ihre Eigentümer wollten auf innerdeutschen Strecken eine Alternative zur Lufthansa auf die Beine stellen. Und das wollten sie vor allem mit dieser Partnerschaft erreichen können. Die Anteile gab man dann zwar recht zügig wieder zurück, aber man arbeitete weiter zusammen. Und während die Fokker 100 Maschinen auf den innerdeutschen Strecken die Pläne von Herrn Bischof verwirklichten, war die mittlerweile beachtliche Boeing 737-Flotte der Gesellschaft gar nicht mehr für Germania selbst unterwegs. Also gar nicht mehr, gar kein einziges Flugzeug auf gar keinem einzigen Flug mehr, sondern sie war nur für andere Kunden unterwegs, für Reisefahrten und andere Ferienfluggesellschaften. Ende 2005 verstarb dann der Eigentümer und Gründer der Germania, Hinrich Bischof, und seine Anteile bekam einer seiner Söhne und seine Frau. Kurz vor seinem Tod bat er wohl Joachim Hunold, die Germania zusammen mit der DBA vernünftig in die Air Berlin zu integrieren. Was mit der DBA geklappt hat, funktionierte mit der Germania nicht. Das scheiterte nämlich einige Jahre später an seinen Erben, also an seinem Sohn und seiner Frau. Die beiden entschieden sich dagegen, gaben Germania nicht an Air Berlin ab und wollten es nun auf eigene Faust versuchen, mittlerweile von Lufthansa und Air Berlin beherrschten deutschen Markt Fuß zu fassen. Innerdeutsche Verbindungen waren dabei für die Germania selbstverständlich keine Option mehr, denn dafür waren Lufthansa und Air Berlin einfach viel zu stark. Die beiden Fluggesellschaften haben das mit dem Wettbewerb schon unter sich ausgemacht, da konnte keine Germania mehr reinstechen und Lufthansa hatte zu diesem Zeitpunkt ja auch die Germanwings groß gemacht und da war einfach kein Platz mehr für eine Germania. Also ging man wieder in Richtung Urlaubsziele, das hat ja schon einmal funktioniert, da konnte man schon mal eine ganze Menge Geld mit verdienen. Warum sollte das jetzt nicht nochmal funktionieren, auch wenn man es auf eigene Faust probiert? Also wurde aus Germania eine richtige Ferienfluggesellschaft. 2010 bestellte man im Zuge einer Flottenerneuerung, im Zuge einer Flottenmodernisierung bei Airbus neue Flugzeuge. Und Germania stellte somit von Boeing auf Airbus um. Für den Anfang gab es eine kleine Anzahl Airbus A319 und A321 und im Laufe der Zeit wurden es dann immer mehr Airbusse für Germania, während man die Fokker 100 und die Boeing 737-300 komplett ausmusterte. Von nun an war immer ein bestimmter Teil der Germania-Flotte für verschiedenste Kunden unterwegs, zum Beispiel auch für Airbus im Werksverkehr zwischen Toulouse und Hamburg-Finkenwerder oder halt eben wieder für Reiseveranstalter und andere Fluggesellschaften. Während der Rest der Germania-Flotte das eigene Streckennetz bediente, welches ziemlich interessant wurde, dadurch, dass Germania immer wieder in Lücken rutschte, die durch die Konzentration von großen Airlines an die großen internationalen Flughäfen in Deutschland entstanden. Mit anderen Worten, Germania war hauptsächlich an den kleineren deutschen internationalen Flughäfen vertreten, zum Beispiel Münster, Osnabrück, Bremen, Dresden oder Erfurt. Das schätzen sehr viele Kunden, weil sie damit eine
bzw. oft sogar die einzige Fluggesellschaft, dann aber in direkter Nähe haben, mit der sie ganz entspannt in den Urlaub fliegen können. Das schätzen sie genauso wie den immer guten Bordservice bei Germania, der sich in den letzten Jahren nicht wirklich verändert hat und immer auf einem wirklich hohen Standard geblieben ist. Nachdem sich Frau und Sohn von Hinrich Bischoff zerstritten hatten, übernahm dann Carsten Balke das Zepter bei der Fluggesellschaft und man bestellte direkt mal 25 A320neo. Was für eine geniale Aussicht, oder? Eine hochmoderne und einheitliche Airbus-Flotte wurde angestrebt und man fieberte dauerhaft der Eröffnung des Hauptstadtflughafens entgegen. Daraus wurde dann ja bekanntlicherweise nichts, aber man hat da viel Geld investiert und wollte da dann so schnell wie möglich hinziehen. Von der Air Berlin-Pleite wollte Germania im letzten Jahr dann ebenfalls profitieren und steigerte die Kapazitäten direkt mal um knapp 40% mit Air Berlin-Flugzeugen. Die haben aber lange auf sich warten lassen, was Germania durchaus wie auch andere Fluggesellschaften große Schwierigkeiten brachte. Viele unzufriedene Kunden gab es dann, viele Entschädigungszahlungen, die Germania zahlen musste. Das alles gepaart mit einem immer weiter anziehenden Spritpreis sorgte dafür, dass die Fluggesellschaft 2018, genauso wie auch schon 2017 und die Jahre davor, kein Geld verdienen konnte. Ein Gewinn war schon lange nicht mehr in Aussicht. Und das brach der Fluggesellschaft schneller das Genick, als das der ein oder andere wahrscheinlich für möglich gehalten hatte. Aber gut, das war's damit. Positiv kann man da aber auf jeden Fall noch erwähnen, Germania brachte ihre Passagiere immer sicher ans Ziel. Es gab in der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren, nicht einen ernsthaften Vorfall, bei der jemand ernsthaft verletzt oder sogar getötet wurde. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Das war jetzt quasi ein ergänzendes Video zum letzten Germania-Beitrag. Heute wollte ich mal ein bisschen mehr auf die Ursprünge eingehen, auf die Idee, auf die Person, die dahinter steckt und das, was man mit der Germania erreichen wollte. Die Gegenwart kennen wir alle. Wir wissen alle, was daraus geworden ist. In diesem Sinne den Germania-Mitarbeitern auch alles Gute für die Zukunft. Und Folgen schauen wir uns eventuell morgen nochmal in einem Extra-Video an. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.